Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein Haul-Video für euch und zwar hatte ich vor einigen Tagen es bei Gerstecker bestellt. Vielleicht kennt ihr ja den Künstlerbedarfsshop. Und es war eine relativ große Bestellung oder sagen wir einfach mal eine recht teure Bestellung. Ich habe mir einfach gedacht, ich zeige euch mal, was ich mir bestellt habe. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Fange ich einfach mal mit der großen Rolle an, die dabei war. Und zwar ist das Aquarell-Nassklebeband. Ich habe schon einiges von Nassklebeband gehört, dass das einige auch für ihre Mini-Alben benutzen und wollte mir das aber nie irgendwo extra bestellen. Jetzt habe ich gesehen, dass man das auch für Aquarellmalerei benutzt. Und zwar, um Papier zu stretchen. Also quasi, um es platt zu halten, wenn man damit sehr viel Wasser arbeitet, dass sich das Aquarellpapier nicht wellt und dass man da gut drauf arbeiten kann. Und ich möchte das jetzt einfach mal für beide Anwendungsfälle testen, also sowohl zum Papier fixieren als auch für Mini-Alben oder irgendwie Boxen oder irgendwie sowas in der Art. Ich will es einfach mal ausprobieren. Dann jetzt auch nicht so sonderlich spektakulär anzugucken, ist der Sprühkleber. Und zwar ist das wieder ablösbarer Sprühkleber. Den habe ich eigentlich zufällig entdeckt, als ich einfach mal durch das Sortiment gestöbert habe bei Gerstecker. Und benutzen möchte ich das Ganze als DIY-Variante für meine Klebematten, für meinen Schneidplotter. Normalerweise benutze ich den Kleber hier dafür. Das ist der Kreativ-Mount von 3M. Ich bin da im Moment so ein bisschen am Experimentieren mit diesen Klebematten, wie man sich die selber machen kann. Und ich muss sagen, mit dem hat das bisher immer super funktioniert. Den kann ich empfehlen, aber ich werde dazu auch nochmal ein gesondertes Video machen, wenn ich quasi mit meinen Experimenten fertig bin. Auf jeden Fall habe ich mir den einfach mal zusätzlich noch geholt, um ein bisschen auch was vergleichen zu können. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht der funktionieren wird. Also da bin ich schon mal selber sehr gespannt drauf. Dann jetzt so zum Angucken ist das jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber ich habe ganz dringend einen Refill gebraucht und zwar ist das die Farbe Yellow Green. Da musste der Refill einfach sehr dringend her, weil ich die Farbe unglaublich gerne mag. Und deswegen habe ich den mitgenommen, obwohl er bei Gerstecker nicht am günstigsten ist. Also wenn ihr wirklich nach günstigen Copic-Produkten sucht, dann schaut doch einfach mal bei der Künstlershop vorbei. Oder ehemals hießen die Projekt Vielseitig. Wenn ihr da noch einen Kaoyoi-Account mit dem Künstlershop-Account verknüpft, bekommt ihr auch noch mal ein bisschen zusätzlichen Rabatt auf die Copic-Produkte. Dann habe ich mir ein Produkt bestellt. Eventuell wird jetzt der eine oder andere lachen, ich weiß nicht. Zumindest muss ich immer lachen, wenn ich das sehe. An dem Produkt schleiche ich auch schon wirklich einige Zeit rum. Und zwar ist das ein batteriebetriebener Radiergummi. Ich habe den selber noch nie ausprobiert, aber ich fand das so spannend. Und wie gesagt, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich davon höre. Ich habe ihn vor allen Dingen deswegen mitgenommen, weil er im Frühlingssale war, der bei Gerstecker zurzeit ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, oh komm, einmalige Gelegenheit, nimmst du den jetzt einfach mal mit? Also hier oben kommen die Batterien rein. Die waren jetzt allerdings nicht dabei. Die habe ich mir jetzt selber geholt. Und dann drückt man nämlich auf den Knopf. Und solange man den Knopf gedrückt hält, rotiert das eben da vorne. Ich finde das, wie gesagt, irgendwie lustig. Ich habe gedacht, ich probiere das mal gerade aus. Also es ist schon echt sehr lustig, muss ich sagen. Es radiert auch eigentlich einigermaßen gut. Also doch, ist in etwa so, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen besser. Ist halt sehr ungewohnt, damit zu radieren. Also so sieht das in etwa aus. Wie gesagt, ihr könnt da halt so kleine Striche rein radieren. Auch jetzt in dem farbigen Stift. Buntstift ging das ganz gut. Also für mich ist das jetzt erstmal in erster Linie kategorisch so eine Art Spielzeug. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was man unbedingt braucht. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber. Es sind auch schon ein paar Refills mit dabei. Das sind jetzt nicht sonderlich große Radiergummis, wie ihr das hier seht. Also da geht es wirklich eher nur ums partielle Radieren. Und ich denke, für größere Sachen benutzt man dann eigentlich einen anderen Radiergummi. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich mir schon den Radierer bestelle, bestelle ich mir auch gleich so einen Nachfüllpack. War auch nicht teuer, von daher ja, freue ich mich sehr über das Spielzeug. Dann habe ich mir als nächstes zwei Buntstifte bestellt. Die kamen hier nochmal so ein bisschen extra verpackt an, finde ich immer ganz gut. Und zwar sind das Polychromos Buntstifte. Ich habe davon auch, ich glaube, das ist das 36er Buntstift-Set. Das hatte ich mir, ich glaube, letztes Jahr im Frühling mal geholt und finde die Buntstifte echt gut qualitativ. Was mir nur in dem Set gefehlt hat, waren so ein paar Hautfarbentöne, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Und zwar ist das die Fleischfarbe Hell
und die Fleischfarbe Mittel. Wobei ich sagen muss, das Fleischfarben Mittel, also so von der Farbe her, sieht ein bisschen eher aus wie ein Rosa im Prinzip oder wie so ein Schweinchenrosa. Also das ist der Buntstift, den ihr hier seht. Und ansonsten, das ist aber, finde ich, eine ganz schöne, ja, Fleischfarbe. Und ich denke, da kann man echt einiges draus machen. Dann habe ich mir noch einige Pinsel bestellt. Und auch bei den Pinseln bin ich unglaublich gespannt, wie die sich dann in der, ja, Anwendung machen. Wie gut oder wie schlecht die quasi sind, weil ich zugegeben, ich habe keine Ahnung von Pinseln. Ich bin da absolut, ja, Neuling in dem Gebiet. Und ich habe mich jetzt erstmal hier für den hier entschieden. Und zwar ist das von der Gerstecker Eigenmarke. Und zwar wollte ich gerne unbedingt einen großen Pinsel haben. Also das sind alles Aquarellpinsel. Ich wollte unbedingt gerne einen großen Pinsel haben, wo ich große Flächen schnell nass machen kann. Und die waren aber alle relativ teuer. Und der von der Gerstecker Eigenmarke war sehr erschwinglich, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das was taugt oder nicht. Ich kann das jetzt auch so vom ersten Anfassen her nur sehr schwer beurteilen. Also da, ja, muss ich einfach mal ein bisschen mit experimentieren, bevor ich darüber irgendwie was Konkreteres dazu sagen kann. Und dann habe ich mir noch weitere Pinsel bestellt. Wie gesagt, es sind so viele Pinsel dort in dem Shop und ich war da ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ich habe mir dann einfach gedacht, ich orientiere mich mal an dem, was ich schon habe. Und zwar habe ich mir mal diesen Da Vinci Cosmotop Spin Aquarellpinsel gekauft in der Größe 4. Meiner ist jetzt hier vorne schon ein bisschen ausgefächert. Also nicht mehr so spitz wie am Anfang, aber trotzdem, das ist ein Top-Aquarellpinsel. Also ich war da oder bin da sehr zufrieden damit. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn der so gut ist, dann kann die Marke ja nicht falsch sein. Und deswegen habe ich mir von der Marke einfach nochmal andere Größen bestellt. Dann habe ich mir noch die Größe 8 bestellt. Auch wieder für größere Flächen. Eigentlich in erster Linie für Hintergründe, wenn man so will. Und weil mir der Pinsel doch ein bisschen zu grob war, habe ich mir noch einen feinen Da Vinci Pinsel bestellt. Und zwar ist das die Größe 0 und der hat hier vorne wirklich eine ganz feine Spitze. Und damit will ich halt so ein paar kleinere Details machen können. Dann passend zu den Pinseln natürlich habe ich mir auch ein paar Aquarellfarben bestellt. Und zwar habe ich ja den Schminke Aquarellkasten. Also die obere Reihe von den Näpfchen, die waren alle bei dem Schminkekasten schon dabei. Und die hier unten, die habe ich mir quasi separat nochmal nachgekauft. Und ich habe mich jetzt einmal für eine Schminkefarbe entschieden. Und zwar ist das so ein Lila. Und dann habe ich mir noch zwei Winsor & Newton Aquarellfarben bestellt. Und zwar hatte ich schon mal von Winsor & Newton eine Aquarellfarbe. Das ist die hier. Und ich finde die qualitativ wirklich gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich einfach noch ein paar mit. Es muss ja nicht immer von derselben Marke sein. Und wie gesagt, das Ganze sind alles Näpfchen. Also das heißt, wenn ihr das Ganze auspackt, ich glaube, das kann man auch als ganze Näpfchen bestellen und auch in Tubenform, glaube ich. Auf jeden Fall seht ihr hier, dass dann die Farbe in das Näpfchen gefüllt ist. Und diese Näpfchen, die könnt ihr dann einfach hier reinklemmen. Und dann habt ihr es quasi aufbewahrt. Ja, bei Winsor & Newton habe ich mich hier für die Farben Türkis entschieden. Also Turquoise Light steht hier oder Cobalt Turquoise Light. Und das hier ist Manganese Blue Hue. Weil ich eben das Gefühl hatte, Türkis und Hellblau hat mir beides irgendwie noch so in meiner Palette gefehlt. Hier ist zwar ein Hellblau dabei, aber das war nie so, ja, war nie so mein Favoriten-Hellblauton. Also so sehen die beiden Winsor & Newton Farben ausgepackt aus. Und das Ganze werde ich jetzt auch mal swatchen, weil ich da nämlich echt neugierig drauf bin. Oh ja, das sieht sehr schön lila aus. Oh, gefällt mir unheimlich gut. Weil das Problem war nämlich bisher immer, ich hatte diesen lila Ton auch von Schminke, aber der ist doch sehr transparent, hatte ich immer den Eindruck. Also wie man sieht, es ist zwar eine wunderschöne lila Farbe, aber immer recht transparent. Und das kann man ja immer einsehen an diesen, ja, Symbolen bei Schminke, wie deckend eine Farbe ist. Und die war kategorisch ein bisschen als deckender klassifiziert. Und doch, also mir gefällt die Farbe unheimlich gut. Das ist jetzt natürlich bläulicher, während der lila Ton eher ins Rötliche geht. Gucken wir jetzt noch schnell mal die Winsor & Newton Farben. Also das ist jetzt hier der hellblaue Ton. Oh, und der ist wunderschön. Doch, der gefällt mir richtig gut vom Farbton her. Das ist so ein richtig schönes, ja, Himmelblau, sage ich dazu einfach mal. Ich kann ja
einfach so aus Spaß mal den anderen Hellblauton daneben swatchen, der bei dem Schminke-Aquarellfarben standardmäßig dabei war. Und zwar sieht der so aus und ja, ich denke, man kann schon ganz gut den Unterschied erkennen. Der Ton ist irgendwie, ja, gräulicher, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, und jetzt zum Schluss noch den Türkiston. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil das war auch etwas, was mir irgendwie sehr gefehlt hat. Oh ja, ich muss sagen, ist echt schön. Der Ton ist relativ deckend eigentlich von Natur aus. Also hätte ruhig auch ein bisschen transparenter sein können, muss ich dazu sagen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr schöner Türkiston. Und ja, freue ich mich sehr über die Farben. Die waren definitiv ja, eine richtige Entscheidung, sage ich mal. Dann habe ich mir als nächstes eine Palette bestellt. Und auch da muss ich sagen, kenne ich mich null aus. Die war, glaube ich, im Angebot. Und deswegen habe ich sie mitgenommen, weil sie einen sehr brauchbaren Eindruck gemacht hat. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit so Paletten. Kenne ich mich null aus. Die kann man hier so aufklappen. Und dann hat man eben, ja, eine Palette, also eine Rohpalette sozusagen. Ich möchte das nämlich für den nächsten Artikel benutzen, den ich mir mitbestellt habe. Und zwar war das der Hauptgrund meiner Bestellung. Und zwar verstecken die sich in diesem kleinen Kästchen. Und zwar ist das Gouache. Und zwar für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Gouache ist. Gouache, also hier steht es nochmal geschrieben für diejenigen, die sich wundern, wie das Ganze geschrieben wird. Gouache ist im Prinzip dasselbe oder was sehr ähnliches wie Aquarellfarbe, nur in deckend. Zumindest wird das immer so beschrieben. Und ich habe mir da einige Videos dazu angeguckt und mir auch einige Künstler angeguckt, die Gouache benutzen. Und ich war immer so begeistert von den Sachen, die die damit gemacht haben. Mir hat das Produkt einfach sehr gut gefallen, zumindest soweit ich das beurteilen konnte, was ich so gesehen habe durch meinen Bildschirm hindurch. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich möchte das sehr gerne mal selber testen, wie es ist, mit Gouache zu arbeiten. Und ich habe mich jetzt hier für Winsor & Newton Gouache entschieden, also von der Firma Winsor & Newton. Das soll wohl auch unheimlich gutes Gouache sein, also so qualitativ soll das wirklich gut sein. Und zwar, ich habe mir sehr viele Basic-Farben bestellt. Und zwar habe ich mir erstmal Primärrot, also Primary Red, Primary Yellow und Primary Blue bestellt, also die drei Grundfarben, aus denen man sich eigentlich alles mischen kann. Dann habe ich mir noch Weiß dazu bestellt und Schwarz dazu bestellt. Und weil das in diesem einen Starter-Set, wo ich mir ursprünglich holen wollte, auch dabei war, habe ich mir noch Brillant Grün mitbestellt. Und einfach noch als Ergänzung habe ich mir dann noch eine Hautfarbe mitbestellt, also Flash Tint heißt die Farbe und Raw Sienna, also einen Braunton. Ja, weil das einfach beides Farben sind, die ich, denke ich mal, relativ oft benutze. Von daher dachte ich, lohnt sich das noch, sich die einzeln mitzunehmen. Ansonsten werden diese Farben so als Basis erstmal ausreichen. Damit kann ich mir eigentlich alle möglichen anderen Farben, die ich brauche, selber zusammenmischen. Ja, und weil das eben in diesen Tuben daherkommt, brauchte ich eben die Palette. Und da bin ich jetzt schon echt sehr gespannt auf die Gouache-Farben, das Ganze mal zu testen. So, also ich habe mir die Farben jetzt hier einfach mal hingeswatcht auf meine Palette und bin jetzt einfach mal gespannt. Ich male das jetzt einfach mal auf. Das Ganze kann man auch aufheben. Also selbst wenn ich jetzt hier relativ viel Farbe rausgedrückt habe aus der Tube, man kann das auf die Art auch einfach aufbewahren. Also das heißt, wenn das komplett getrocknet ist, kann man das ganz normal mit Wasser wieder anlösen, wie das auch bei Aquarellfarbe funktioniert. Und dann kann man das wieder weiter benutzen. Und das hier ist jetzt gelb. Also wie gesagt, Gouache ist halt sehr deckend, also angeblich. Wir werden es gleich mal testen. Man kann es aber auch ein bisschen mehr wie Aquarellfarbe benutzen, indem man zum Beispiel einfach mehr Wasser drunter mischt. Und dann sieht man, kann man das Ganze auch relativ schier benutzen. Also wie gesagt, ich bin da einfach mal unheimlich gespannt auf erste tatsächliche Bilder oder Ergebnisse, die damit entstehen. Das sind auf jeden Fall richtig schöne, kräftige Farben, so vom ersten Eindruck her. Das ist jetzt das Rot. Und dann haben wir hier den Blauton. Was auch noch so eine Besonderheit ist, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf, wie stark das tatsächlich ist, dieser Effekt. Und zwar, wenn Gouache trocken ist oder wenn es getrocknet ist, dann hat das so einen Kreide-Look. Also das heißt, das sieht so ein bisschen, ja, chalky aus, kreidig, so samtig eben, sehr matt. Soll das angeblich trocknen. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf, ja, wie stark sich das dann tatsächlich
live bemerkbar macht. Also wie gesagt, die Ergebnisse, die ich gesehen habe mit Gouache, haben mir unheimlich gut gefallen. Ich mag diesen matten Look. Also alle Farben machen eigentlich einen sehr deckenden Eindruck. Bin ich schon sehr gespannt. Wie gesagt, man kann das Ganze jetzt natürlich auch untereinander mischen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Braun ein bisschen mit dem Schwarzton mische, bekomme ich hier ein dunkleres Braun. Also deswegen, ich denke, mit den Grundfarben kann man wirklich schon eine Menge machen. Und wie gesagt, wenn das Ganze trocken ist, kann man es ja nochmal benutzen. Das heißt, man kann sich auch ruhig irgendwie zum Beispiel jetzt ein Lila mischen. Wenn ich mir jetzt hier ein bisschen Blau nehme und hier ein bisschen Rot drunter mische, dann kann ich mir hier so ein Lila zusammenmischen. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Farbe genommen hätte, könnte ich den Fleck jetzt trocknen lassen und dann das nächste Mal quasi wieder benutzen. Zumindest, wie gesagt, zumindest ist das so, wie ich das immer verstanden habe. Und dann habt ihr hier zum Beispiel den Lila-Ton. Ja, wie gesagt, bin ich schon sehr gespannt, wie das dann als Bild aussieht. Da werde ich jetzt die nächsten Tage, Wochen mit Sicherheit ein bisschen experimentieren. Also wenn ihr daran interessiert seid, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass wir da in den nächsten Livestreams ein bisschen mit den Gouache-Farben experimentieren werden. Ansonsten zeige ich euch gerade noch den Rest von der Bestellung. Das ist nämlich, sind nämlich nur noch zwei Sachen. Zwar jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber sehr essentiell. Und zwar habe ich mir Aquarellpapier bestellt und auch da wollte ich mir einfach mal gutes Aquarellpapier bestellen. Ich bin da auf zwei Marken gestoßen, und zwar einmal das Arches Aquarellpapier, soll angeblich sehr gut sein, und das Artistico Extra White Aquarellpapier von Fabriano soll auch noch sehr gut sein. Ich habe mir jetzt beide Varianten in der Hot Pressed Variante bestellt. Also das heißt, dass das eine sehr glatte Oberfläche hat. Normalerweise benutzt man bei Aquarell eher Cold Pressed Aquarellpapier oder eben grobes Aquarellpapier. Aber mich hat eben dieses Hot Pressed sehr angelacht. Ich wollte es einfach mal testen. Ich glaube, das Arches war auch im Angebot, von daher musste ich da einfach zuschlagen, auch wenn es etwas teurer war. Ja, aber vielleicht lohnt es sich ja. Wie gesagt, möchte ich einfach mal generell für mich ein bisschen ausprobieren. Ja, ihr Lieben, und das war mein Gerstecker-Haul. Wie gesagt, es war recht teuer, zumindest für meine Verhältnisse. Ich gebe eigentlich nur ungern so viel Geld für Bastelmaterialien aus. Aber da ich nicht so oft so teure Bestellungen mache, ist das, denke ich mal, schon okay. Grund waren ja eigentlich die Gouache-Farben. Also das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt bestellt habe. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich sie habe und freue mich schon wahnsinnig drauf, damit ein bisschen rumzuexperimentieren und rumzuspielen. Ich denke, das ist auch okay, dass ich da ein bisschen mehr Geld für ausgegeben habe, weil Winsor & Newton, die machen einen guten Eindruck und ich habe nur Positives von der Marke gelesen, auch von den Gouache-Farben. Die sollen wirklich 1A sein und von daher freue ich mich da sehr drauf, weil ich eben doch der Meinung bin, dass es sich in dem Falle tatsächlich lohnt, da auch ein bisschen auf Qualität zu achten beim Einkauf. Ansonsten, ja, ihr Lieben, hoffe ich, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht zuzusehen. Und damit wünsche ich euch selber viel Spaß beim Kreativsein und wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.